Familie Weinheimer hat in diesem Jahr einen besonders schweren Schicksalsschlag erlitten. Sie haben von ihrem kleinen Simon im Kinderhospiz Sterntaler Abschied genommen. Es ist unglaublich beeindruckend, wie sie es schaffen, mit ihren beiden Töchtern Maja und Nora mit dieser Situation zurechtzukommen. Einen besonderen Anteil daran hat das Kinderhospiz Sterntaler. Und genau da war ich vor 2 Wochen. Hallo? Das muss der Lin sein. Und du, der Marc. Hallo, grüß dich. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir haben lieben Besuch von den Weinheimers. Marc. Franziska. Servus. Sven. Hallo. Die Weinheimers sind mit Simon hierher gekommen. Und wir haben Simon begleiten dürfen bis zum Februar diesen Jahres. Und dann hat er sich auf die Reise begeben. Und die 4 kommen aber nach wie vor hierher und kennen sich hier bestens aus. Sind ganz hervorragende Guides durch das Haus. Wollt ihr mir denn auch was zeigen? Den ja? Spielebereich. Aha. Und wo ist der? Da oben. Das wäre ein guter Einstieg. Da würde ich mich freuen. Sagt er das, Marc? Prima. Bis gleich. Hier ist das Puppenzimmer. Das Puppenzimmer? Ja. Wer von euch beiden ist denn an der Kasse? Keiner. Doch, ich. Obwohl Nora und Maja an diesem Ort erst vor einigen Monaten ihren kleinen Bruder Simon verabschieden mussten, wirken sie in dieser warmen Umgebung fast wie befreit von der Trauer. Und auch ich kann gar nicht anders, als mich von der Lebensfreude der beiden anstecken zu lassen. Was mich sehr beeindruckt ist, dass es im Hospiz überall Bereiche gibt, in denen gesunde und erkrankte Kinder miteinander spielen können. Franziska, das ist für mich, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss jetzt die Frage stellen. Hier passiert Fröhlichkeit und trotzdem ist das auch ein Ort, wo ganz andere Dinge passieren. Ja, natürlich. Das ist Teil von dem Hospiz hier und es ist unglaublich facettenreich. Hier gibt es den Bereich Kind zu sein, fröhlich sein, Therapie. Aber es gibt halt auch immer wieder diese Momente, wo es Kindern nicht gut geht oder wo man sich so langsam verabschieden muss. Also es ist sehr, sehr vielschichtig. Aber über allem steht immer, man darf hier sein, wie man ist, mit aller Traurigkeit, aber auch mit aller Fröhlichkeit in jedem Moment. Darf ich dich bitten, dass du mir vielleicht auch diesen Bereich näher bringst? Sehr gerne. Das wäre ganz lieb. Okay. Ja? Ja. Hier verbringen wir ganz viel Zeit mit den Kindern, aber auch als Familie. Speziell für die erkrankten Kinder ist es ein Wohlfühlbereich, so was Höhliges, was Geborgenes. Man kann hier kuscheln oder vielleicht auch mal gemeinsam einen Film schauen. Also das ist so ein rundum Geborgenheit-Wohlfühlsraum hier drin. Die positive Ausstrahlung und Stärke von Franziska, die macht mich fast sprachlos. Wie wichtig die besondere Atmosphäre ist, erfahre ich auch von Andrea, der Pflegemutter des 13-jährigen Leon. Das ist eine andere Welt, in die man hier eintaucht. Und die ist einfach anders als der Alltag. Ja, wir kommen jetzt in einen anderen ganz wichtigen Raum hier, nämlich das Sternenzimmer hier im Kinderhospiz. Hier lang. Diesen Raum haben wir im Februar kennengelernt, als unser Simon hier verstorben ist. Für uns als Familie war das ein ganz wichtiger Raum, der hier einfach auch mit dazugehört, weil er uns die Möglichkeit gegeben hat, nochmal als Familie Tage miteinander, alle zu 5, zu verbringen, mit unserem Simon dabei. Und es war eine ganz, ganz wertvolle Zeit hier drin für uns, die wir als ganz großes Geschenk empfinden jetzt im Nachhinein. Ja. Abschied nehmen und Freude am Leben, das liegt hier wirklich ganz nah beieinander. Hallo Nora. Hallo. Und gleich wieder hin. Und gleich wieder los.
Lena, auch dir nochmal vielen Dank für alles. Wir haben uns riesig gefreut, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja, so nah im Prinzip, ja, ist ja für mich auch nicht weit. Ganz toll. Ich bin bestimmt nicht das letzte Mal hier gewesen. Das hoffen wir. Würde uns sehr freuen. Nora, ich habe noch eine Frage. Ja? Hast du eine Idee, mit was ich den Sterntalern hier noch eine Freude machen kann? Fällt dir da was ein? Fährst du auch gerne mit sowas? Schauen wir mal. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Bevor wir jetzt gleich in ein Gespräch einsteigen, möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei euch bedanken für das Vertrauen, das ihr uns entgegengebracht habt und uns das Kinderhospiz Sterntaler gezeigt habt. Ich wusste nicht, was mich erwartet und ich wusste auch nicht, was es mit mir macht. Ich war verunsichert im Vorfeld, das gebe ich offen zu. Und der erste Besuch in Sterntaler hat mich aber so positiv überrascht, dass ich euch jetzt aber auch fragen möchte, wie war euer erster Besuch? Ich glaube, was du eben gesagt hast, das spiegelt eigentlich ganz gut wider, was alle fühlen, die zum ersten Mal dahin kommen. Auch wir als Eltern gehen hin mit einem unsicheren Gefühl. Wir wissen nicht, was uns erwartet vorher. Man hat Bilder im Kopf und hat auch einen ganz dicken Kloß im Hals zuerst. Und dann geht man über diese Brücke und lässt schon mal diese wunderschöne Umgebung auf sich einfach wirken und wird mit offenen Armen empfangen. Und ganz schnell weicht dieses Gefühl der Verunsicherung in ein Gefühl, oh, ich bin hier angekommen, wir sind hier gut aufgehoben. Ja. Also das war für mich ja gleich am Anfang, auch vor allem euch beiden noch mal ein großes Dankeschön, Nora und Maya. Ihr habt mich da gleich so eingefangen und sind gleich ins Spielzimmer gegangen. Und weil das so schön war mit euch, habe ich natürlich auch eine Überraschung. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt gleich mal rübergehen zu unserem Weihnachtsbaum und schauen, ob ihr da was findet. Ich bin sicher, ihr wisst auch gleich, was ich meine, wenn ihr drüben ankommt. Ja? Wollt ihr los? Ich glaube, das habt ihr mehr davon. Ja? Also bis gleich. Das ist die Zeit, die ihr mit eurem Sohn Simon verbracht habt. Habt ihr das Gefühl gehabt, dass es ihm auch richtig gut tut? Absolut. Also ich denke, es tat allen gut, ihm zuvorderst. Er war vom ersten Augenblick an dort ja, quasi wie ein zweites Zuhause. Die Schwestern und Pfleger haben sich um ihn gekümmert. Er hat auch keine Sekunde irgendwie gefremdelt. Und das Gleiche galt ja dann für uns. Das ganze Team vom Sterntaler und im Besonderen die Pflegekräfte, die sind das ganze Jahr konfrontiert mit diesen Schicksalen. Woher nehmen die Kraft, damit umzugehen? Wie schafft ihr das? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da sind wir auch sehr, sehr gesegnet mit großartigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die einfach wirklich bei jedem Kind und jeder Familie immer wieder voll und ganz einsteigen. Mit allem, mit ihrer Fachkompetenz, mit ihrer Liebe, mit ihrer Zuwendung, mit ihrer Fürsorge. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, das können auch Franzi und Sven bestätigen. Ja, die leben das mit. Und die streifen das auch nicht an der Pforte ab, das geht nicht. Ja. Und ich denke, das ist auch ein Teil, der ganz viel von dieser speziellen Atmosphäre ausmacht. Ihr kommt ja immer wieder. Also wir haben uns ja auch dort getroffen. Und ihr bewegt euch dort, als ob es euer Zuhause wäre. Und so habe ich das auch empfunden. Was ist der eigentliche Grund, immer wieder hinzugehen, auch mit den Kindern? Also Nora hat es eigentlich mal ganz schön auf den Punkt gebracht, als sie sagte, noch in der Zeit, wo wir wirklich auch stationär da waren mit Simon, Mama, das ist der schönste Urlaub überhaupt. Das mag sehr befremdlich klingen, aber es ist wirklich so. Aber es ist nicht nur Urlaub, wo man sich erholen kann. Es wird Freunde, es wird Familie,
mit allem, man fühlt sich wohl. Es ist ein Stück Heimkommen und auch dieses Heimkommen ist noch immer da. Ihr habt ja den Weg von Simon lange begleitet, aber nicht nur ausschließlich im Sterntaler, sondern ihr habt ja ganz viele Stationen durchlaufen, ja, und da hat euch niemand gleich darauf hingewiesen, dass es das gibt. Nee, ist leider richtig und es ist wirklich etwas, wo die Öffentlichkeit und eigentlich auch die Krankenhäuser, Ärzte und andere Stellen, die mit solchen Familien und Kindern zu tun haben, einfach noch mehr das Bewusstsein bekommen müssen, dass es solche Einrichtungen gibt und dass so ein Kinderhospiz eben nicht nur der Ort ist für die letzten Momente, ob das jetzt Wochen, Tage oder Stunden sind, sondern dass die Betreuung viel früher anfängt. Und wir sind einfach dorthin gekommen, weil unsere Kinder, insbesondere unsere Große, uns einfach erklärt hat, Mama, Papa, wenn es mal so weit ist, dass es dem Simon nicht mehr gut geht, dann möchte ich nicht, dass das in einem Krankenhaus oder zu Hause passiert, weil das ist ja auch unser Zuhause. Und wir übersetzt jetzt müssen ja dort weiterleben. Und dann haben wir uns halt nochmal kundig gemacht und geschaut und haben eben die Sterntaler sozusagen dann Gott sei Dank direkt vor unserer Haustür gefunden. Ich würde gerne den Menschen da draußen sagen, wie man euch unterstützen kann. Gibt es einen Förderverein? Das ist der Förderverein Kinderhospiz Sterntaler e.V. Und da haben wir auch sowohl die Webseite www.kinderhospiz-sterntaler.de. Das wollte ich hören. Als auch, wir sind auch in Facebook vertreten. Wir sind jetzt in der besinnlichen Zeit und ich glaube, das ist nochmal für euch auch ein Moment im Jahr, wo ganz viele Emotionen nochmal hochkommen. Und ich weiß, warum ihr auch heute da seid. Ja, natürlich wollt ihr euch auch bedanken. Und ich habe hier etwas und da darf ich euch jetzt dann bitten, diesen Stern an unserem Baum zu hängen. Ein großes Dankeschön an das Kinderhospiz Sterntaler. Ich glaube, es tut auch ganz vielen Menschen gut zu sehen, dass es sowas gibt und dass es immer auch wieder einen Weg nach vorne gibt. Ganz herzlichen Dank, Franziska, Sven und Lynn. Manchmal möchte ich dir schreiben, dass du mir fehlst und dass ich wart. Aber dann lass ich's bleiben, das Jammern ist nicht meine Art. Dass ich dich einmal verlieh, wie mein Herzschlag gehörst du zu mir, wie mein Herzschlag gehörst du zu mir. Vielleicht war ich ein Blinder, dir kein Unglück kommen sieht. Oder wir waren wie Kinder, denen alles beim Spiel zerbricht. An was soll ich denn glauben? Außer an das, was ich spüre. Wie mein Herzschlag gehörst du zu mir. Wie mein Herzschlag gehörst du zu mir.
außer an das, was ich spür. Wie mein Herzschlag gehörst du zu mir. Wie mein Herzschlag gehörst du zu mir.